Ja, Herr Friese, seit heute gilt die Registrierpflicht in der Gastronomie. Natürlich auch für das Schwarze Kamel. Wie gehen denn Sie mit Ihrem Lokal mit dieser Registrierpflicht um und wie setzen Sie diese konkret auch um? Also das Ganze ist von unserer Seite relativ sehr simpel. Es gibt einen Zettel von der Gemeinde Wien, der ist vorgedruckt, den haben wir ausgedruckt und den geben wir den Gästen. Die unterschreiben das, die füllen das aus. Wir schreiben noch die Tischnummer dazu, dass wir es nachvollziehen. Wir sammeln das, geben es in einen Sackerl und nach 4 Wochen werden wir es wieder vernichten. Also es ist nichts Dramatisches, es ist auch für unsere Gäste nichts Unangenehmes. Es ist halt was Neues, aber es ist harmlos. Und wenn es hilft, machen wir es mit Freude. Wie stellt sich das konkret dar? Wann füllt man diesen Zettel aus, wenn man bereits am Tisch sitzt, beim Betreten des Lokales? Wie kann man sich denn das vorstellen? Also wir machen es für uns als Prozedere, weil ja alle Leute sitzen. Also wenn es ein Stehbetrieb ist, der ja jetzt nicht mehr erlaubt ist, wäre es was anderes. Aber dadurch, dass sie sitzen und man schreibt besser eigentlich im Sitzen und du hast einen Tisch bei dir, geben wir ihm den hin und wenn er einen Kugelschreiber braucht, haben wir genügend Kugelschreiber vorbereitet und er füllt das aus und das Ganze dauert ja 10 Sekunden. Das ist ja lächerlich. Wie wird das Ganze von den Gästen angenommen? Stört das ein paar Gäste? Ist die Compliance ganz gut? Machen das die Leute gerne und gut? Also die Leute sehen das ja auch, das ist eine Maßnahme, dass es was getan werden muss. Wir wollen alle, dass die Zahlen runtergehen und ich glaube, die sehen das genauso. Sie machen das gern, wenn es eine Chance ist, dass das ein bisschen runtergeht. Das ist für jeden das natürlich unverständlich, wie du das Ganze dann nachvollziehen wirst und was da alles für ein Prozedere ist. Aber wenn das ist, eins ist sicher, fürs Bewusstsein ist es so wie die Maske sicherlich wieder eine Verstärkung, dass du dir bewusst bist, dass es diese Pandemie gibt und dass es ein Problem gibt. Eine der Befürchtungen war, dass diese Regelung möglicherweise sehr bürokratisch ist und viel Papier produziert, viele Zetteln. Gibt es diese Gefahr oder ist das überschaubar? Ja, natürlich gibt es viele Zettel. Also natürlich kann man sagen, da wird wieder irgendein armer Baum gefällt dafür. Es ist nicht so dramatisch, das sind halt Zettel. Wir werden dann sehen, wie viel das ist. Da, wenn dann mehr zu tun ist, da gibt es ja Zeiten, also heute ist ja noch nicht so viel zu tun. Aber das ist sicherlich machbar. Also ich sehe kein großes Problem. Manche Gastronomiebetriebe oder auch Ketten setzen auf eine elektronische Liste oder QR-Codes. Wäre das ein probates Mittel auch für Sie beispielsweise oder für ähnliche Lokale in Wien? Also das, wir schauen es uns an einmal. Wir wollen nicht vorauseilend schon wieder mit allen Dingen arbeiten, das haben wir eh oft. Sondern wir sagen, jetzt machen wir mal die Zettel. Wenn wir erkennen, dass das mit QR-Codes oder sowas besser ist, stellen wir in der Minute um. Das ist kein Problem. Jetzt ist einmal heute erster Tag, ersten Stunden, schauen wir, wie das Ganze geht. Entscheidend ist, glaube ich, den Leuten, nicht alle wollen ihre Daten immer hergeben. Und je anonymer das Ganze ist, desto wohler fühlt man sich. Und wir haben auch das so gemacht, nicht, dass man sagt, naja, wäre ja praktisch, jetzt geben wir noch ein Kreuzerl dazu und wir verwenden Ihre Daten auch gleich für ein Newsletter oder sonst irgendetwas, das wäre ja möglich. Das will ich eigentlich nicht. Wenn es einer haben will, den Newsletter, sagt das uns und dann werden wir ihm den schicken. Herr Friese, allerletzte Frage. Es gab jetzt zuletzt auch die Diskussion um eine Reduktion der Sperrstunde auf 22 Uhr. Im Westen ist das zum Teil schon umgesetzt. Wäre das eine Einschränkung für das Schwarze Kamel? Ich denke, das Nachtgeschäft ist auch für Sie wichtig. Und was wäre schlimmer gewesen oder ist schlimmer, die Registrierung oder eine mögliche Einschränkung der Sperrstunde? Also die Sperrstunde wäre für uns ganz, ganz schlecht, weil du musst davon ausgehen, dass wir sehr viele Leute haben, die haben nicht einen 9-to-5-Job, sondern die sind Ärzte, die sind Anwälte, die sind Steuerberater, die hören alle nicht vor 8, 9 am Abend auf. Und die hätten praktisch keine Chance, dass sie den Tag dann sich noch mit irgendeinem Freund austauschen, ein Glaserl trinken, ein bisschen lachen, ein bisschen Schmäh, dass du wieder Kraft sammelst für den nächsten Tag. Das sind keine Exzesse, das ist gar nichts, das ist ganz einfach so ein Ausgehen. Weil man darf nicht vergessen, wenn die Sperrstunde um 10 ist, musst du um 9 Uhr schon aufhören. Und da ist ja für die Leute überhaupt gar keine Chance mehr. Und das würde, glaube ich, die Stimmung, das ist schon alles eine Stimmungssache. Und man sieht ja auch, wo das Ganze politisch hingeht in diesen Stimmungen. Also ich würde es sehr, sehr negativ sehen. Für mich wirtschaftlich, ja, selbstverständlich. Wir haben ja gesehen, wir haben ja die Sperrstunde schon etwas früher gehabt. Ne? Und das war auch schon ein Wahnsinnsdruck, wenn der kommt erst um 8, 9 aus dem Büro und trifft sich noch mit seiner Frau, will ja gerne kein Essen oder nur ein Sandwich essen oder irgendwas oder ein bisschen den Tag abklingen lassen, steht er schon in einem Mörderstress. Und eigentlich wollen wir, dass die Leute schöne, gute Zeit haben. Und wir wollen auch, dass in der Pandemiezeit wir gute Stimmung haben und Spaß und Freude haben, aber halt mit Verantwortung. Also dann noch lieber registrieren, bevor wir da die Sperrstunde einschränken.
Ja, lieber 10-mal registrieren. Das halten wir leichter aus.